Ende 2023 hat Mavic sein Helmsortiment erweitert. Der neue D-Max MIPS ist ein Mountainbike-Helm, den es in drei Farben und drei Größen gibt. Wir haben einen D-Max MIPS in Größe M ausprobiert. 383 Gramm bringt er auf die Waage. Der D-Max MIPS ist im Bereich des Hinterkopfes und der Schläfen weit nach unten gezogen. Auf dem Kopf sieht er angenehm flach aus. Das Visier ist verstellbar. In der unteren Position fügt es sich elegant in die Silhouette des D-Max. Unter dem nach oben geklappten Visier findet bequem eine Goggle Platz. In beiden Positionen ist das Visier sicher arretiert. Zwei elastische Halterungen oben auf dem Helm nehmen die Bügel einer Radbrille auf und bieten dieser sicheren Halt, wenn man sie nicht auf der Nase trägt. Die Anpassung an den Kopf erfolgt mit dem neuen ErgoHold SL Plus System per Drehrad. Das ist klein, aber gut zu greifen. Hinten kann das System in der Höhe verstellt werden. Schlanke Riemen führen an den Ohren vorbei. Die Position des Kinnriemens daran ist fix, passt aber gut. Der Riemen wird mit einem Schnappverschluss verschlossen. Zum Schließen sind beide Hände nötig. In der Pro-Variante ist der Helm mit einem Fitlock-Verschluss ausgestattet. Die Anpassung ist gut möglich, der Helm sitzt sicher und angenehm. 19 teilweise sehr große Belüftungsöffnungen sorgen für gute Ventilation. Der D-Max hält den Kopf auch bei hohen Temperaturen angenehm kühl. Hinter drei Öffnungen ist ein Fliegennetz angebracht. Die Pads fühlen sich angenehm an, sie können abgenommen und gewaschen werden, wenn es nötig ist. Per Klett sind sie am MIPS-System befestigt, das im Fall eines Sturzes Rotationskräfte absorbieren soll. Mavic bietet mit dem D-Max MIPS einen formschönen Helm mit hohem Tragekomfort und schönen Detaillösungen an. 149 Euro kostet der Helm und bietet damit ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.